Hi Leute, mal eben die Musik hier ausmachen. Wir haben, ich schalte euch spontan ein. Wir sind gerade hier am Vorbereiten, weil wir heute Nacht abreisen aus Ungarn. Ich habe euch im letzten Video schon erzählt, dass wir vorzeitig abreisen. Und das wird jetzt ein Pack- und Reisevideo. Na? Und wir haben gedacht, wir haben voll viel Platz im Auto auf dem Rückweg. Aber wie sollte es anders sein? Das Auto ist voll. Ich muss den Karton dran sehen. Okay. Ich habe hier einfach die Wasserkiste oben drauf. Das wird sowieso gehalten da drin. Ich stopfe die Plüschtücher. Ja, stopfe alles rein. Die Plüschtücher, guck mal, das geht auch schon mit rein. Das kann auch schon mit rein, ja. Ja. Ja, so ein bisschen anstrengend mit dem ganzen Packen und so. Wir haben jetzt hier, ich zeige euch mal, hier oben im Kühlschrank. Da, das ist alles schon für Bernd und Calvino, die ganzen belegten Brötchen. Und hier sind Tomaten, Paprika, da habe ich schon das Kerngehäuse rausgeholt und Gurke. Eine gekochte Kartoffel, die isst der Calvino immer gerne so. Und hier, oh, hier habe ich was ganz Tolles bekommen heute. Oder wir. Ich habe noch mehr. Die sind jetzt, die ich gewaschen habe und hier eingepackt habe. Das sind Äpfel aus dem Garten und Pflaumen aus dem Garten. Die haben wir noch geschenkt bekommen. Das ist noch ein gekaufter Apfel, den habe ich auch reingemacht. Für die Fahrt. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Das hat eine Nachbarin uns noch geschenkt gerade. Richtig toll. Ja, werde ich richtig Freude morgen dran haben. Ich habe hier, ach genau, in den Äpfeln habe ich auch so ein Messerchen. Da seht ihr das? So ein Hümmelchen habe ich da drin. Dann kann ich das alles schön schneiden unterwegs, wenn einer spontan Hunger hat. Hier ist noch für den Smurfy sein Barfessen. Wir haben das hier ja ganz provisorisch gemacht. Einfach Herzchen und Flügel und sowas geholt. Für die ein paar Wochen jetzt hier ist das nicht schlimm, wenn das nicht so ganz ausgeglichen ist. Und hier ist eine Zwiebel drin. Bernd mag immer gerne Zwiebel bei so Brötchen knabbern. So. Ach so, hier fast vergessen. Ah, wir waren nochmal beim Haus gerade, haben noch mehr Sachen dahin gebracht, die wir hier vergessen hatten, die da bleiben. So, und das nehmen wir alles mit nach Hause. Das ist alles übrig geblieben. Also hier viermal oder fünfmal passierte Tomaten, ein Sack Zwiebeln. Dann haben wir tatsächlich noch eine, so eine vegane Sahne über. Obwohl wir erst dachten, wir haben zu wenig mitgenommen. Ja, ich pack die mal eben rein. Wir haben zum Glück genug Stoffbeutel, dass wir sowas einpacken können. So, und ich stehe vor der großen Challenge. Das hier sind meine Brötchen. Und ich mag zurzeit nur diese Mortadella hier und so vegane Leberwurst. Davon habe ich mir jetzt schon insgesamt 8 Brötchen gemacht. Und, oder 7 und 3 habe ich noch. Ich wollte 10 mitnehmen und ich weiß nicht, was ich mir drauf machen soll. Ich habe einfach nichts mehr. Ja. Ich habe hier auch noch den, aber den kann ich nicht mehr sehen, den Aufschnitt. Oh, mir ist manchmal so übel. Wegen dem Bauchzwerg, vermute ich. Da weiß ich auch nicht, was ich mir drauf machen soll. Hallo, oh, wie ihr seht, ich liege schon im Bett. Ich war gerade noch duschen, während es jetzt duschen. Wir haben jetzt soweit alles gepackt und vorbereitet. Und oh mein Gott, ich habe den ganzen Tag hier gepackt. Die Sachen, die zum Haus müssen, die Sachen, die nach Hause müssen. Bernd war noch am Haus, hat da mitgeholfen, diese eine Ständerwand oder wie das heißt, hochzuziehen. Und ja, jetzt halt gerade alles vorbereiten für die Fahrt morgen. Oh, sorry, ich bin so im Eimer, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe hier jeden Tag fast Mittagsschlaf gemacht. Das tat richtig gut. Also die Müdigkeit, die wird bei mir immer schlimmer. Also ich dachte, das hört nach den ersten 3 Monaten auf oder wird besser. Aber im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Ich bin immer mehr müde. Ich kann so viel schlafen. Aber heute habe ich auch echt viel gemacht. Jedenfalls werden wir jetzt schlafen, versuchen zu schlafen.
Und um 4 Uhr heute Nacht klingelt unser Wecker. Und dann werden wir ja schon zeitnah alles fertig machen. Alles packen, also das Essen natürlich vom Kühlschrank ins Auto und so. Und dann werden wir losfahren, aber wir beeilen uns jetzt nicht. Also ob wir jetzt um 5 Uhr losfahren oder um 4:45 ist ja auch egal. Mit dem Smurfy nochmal eine Runde. Oh, mein einer Schlappen ist weg. Ich würde mich so aufregen. Wir haben immer so Gummilatschen an auf der Fahrt, weil ich ziehe die immer aus während der Fahrt. Und wenn wir dann halt auf Toilette müssen, und ich muss ja so oft auf Toilette, also sowieso schon immer, und jetzt, wo ich schwanger bin, noch öfter auf Toilette. Und dann sind die Latschen immer so total praktisch. Und einer ist weg. Ich habe den ganzen Garten abgesucht, gerade mit dem Bernd. Ein Latschen ist weg. Muss ich gucken. Diese Chucks, die habe ich schon eingepackt. Dann sie endlich wohl mit Flipflops morgen im Auto. Dann muss ich die immer die Socken ausziehen. Oder es sieht voll doof aus, wenn man Flipflops mit Socken anzieht. Egal. Alles wird gut. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, bis morgen früh. Gute Nacht. Guten Morgen. Das passiert, wenn man Video drehen will, wenn man müde ist. Es ist kurz nach 3 und ich bin schon wach. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich will einfach nach Hause. Oh, das ist auch der Grund, also nicht der Grund, aber mit einem Grund, warum wir früher abreisen. Also, ich bin ja schwanger und ja, ich weiß nicht, ob es der Nestbautrieb ist, der zuschlägt, aber ich will einfach nach Hause. Ihr wisst, wir ziehen auch um, wenn wir nach Hause kommen. Also wir müssen noch das neue Haus renovieren und einrichten und die alte Wohnung fertig machen, dass wir sie halt übergeben können und so. Es ist so viel noch zu tun und es fällt mir total schwer, mich hier zu entspannen und runterzukommen, also weiter runterzukommen. Die erste Woche war alles gut, aber dann fing das an, so dass ich nach Hause wollte und alles fertig machen möchte oder fertig haben möchte. Ja, und jetzt bin ich halt wach und kann nicht mehr schlafen. Deswegen mache ich Kaffee und habe gedacht, dann kann ich ja das Video schon mal hier machen. Oh, ich habe schon eins hochgeladen wieder oder bin am Hochladen. Sowieso habe ich irgendwie so ein bisschen die letzten Tage mit Schlafstörungen zu tun. Also ich werde halt nachts wach und kann dann nicht mehr einschlafen. Ja. Die eine Nacht bin ich wach geworden, so nur so dämmermäßig wach geworden und habe gedacht, wir brauchen im Haus 2 Klo-Dings-Bürsten, wie die heißen, weil wir zwar also ein Gäste-WC unten und oben ein normales Badezimmer haben. Naja, und da habe ich halt sofort dran gedacht, wir brauchen 2. Und oh mein Gott, ja, und dann war ich wach, konnte ich nicht mehr schlafen, wegen Klobürsten. Ja, so, ich mache jetzt Kaffee, dann trinke ich meinen Kaffee und dann wecke ich mal langsam den Bernd. Der schläft noch Gott sei Dank selig, weil der muss ja gleich fahren. Und ja, melde mich später. Bis gleich. Es ist schon hell. Und wir sind sogar schon in Österreich, in Fürstenfeld, haben jetzt vollgetankt und ja, ein kleines Päuschen gemacht. Der Hund kann einmal kurz laufen und durchatmen. Und Leute, ich bin so müde, oh mein Gott. Bin ja jetzt schon, wie spät haben wir eigentlich? 7 Uhr, ich bin schon seit 4 Stunden wach. Da hinten kommt der Bernd. Hallo. Ja? Du musst auf Toilette. Ja. Ja. Ja, er frisst ein bisschen Gras, dann kann er gleich ins Auto kotzen. Ja. So ist das. Ich melde mich gleich aus dem Auto nochmal. Singt uns ein Lied hier. Strecke oder so. Wir fahren diesmal eine andere Strecke. So weit? Ja.
Routenführung wird gestartet. Die nächsten 1,8 Kilometer der Streckenführung weiter folgen. Hast du Schnäuzerchen ins Wasser gegeben? Nein, habe ich nicht. Ich komme doch gar nicht von hier da dran. Wo ist denn dein Napfchen? Unter deiner Jacke irgendwo, keine Ahnung. Hast du die irgendwo hingelegt? Na, jedenfalls fahren wir diesmal eine andere Strecke, weil wir ja durch die Alpen diesmal fahren möchten. Und wir hangeln uns jetzt hier von Strecke zu Strecke. Also wir sind hier über Körmend gefahren, Fürstenfeld. Hier sind wir jetzt. Wasser. Warte. 7.15 Uhr. Also, hier sind wir jetzt, haben jetzt die Vignette geholt und vollgetankt und jetzt fahren wir nach Klaus an der Pimentautobahn oder so, wie auch immer das heißt. Da soll so ein See sein, wo wir dann spazieren gehen und da fahren wir jetzt 3 Stunden erstmal hin. Da habe ich nicht gedacht, dass das so lange dauert. Nee, ich auch nicht. Er dachte, nee. Nee, kein Durst. Fressen hättest du bestimmt genommen. Und Calvino schläft auch noch. Und Leute, da seht ihr, wie voll das Auto ist. Ich glaube, wir nehmen mehr mit nach Hause, als wir mit in den Urlaub genommen haben. Geht gar nicht zu. Das Auto. Oder wir nehmen mehr mit nach Hause, als wir hier hingenommen haben, nach Ungarn, ja, oder? Jetzt nehme ich erstmal das Stativ hier weg wegen dem Geklapper. Läuft das? Was? Ja, das läuft. Die Kühlbox. Aber die war nämlich aus. Ja, die ist an. Läuft. Läuft immer noch. Ja. Jetzt ist aus. Gut. Wieder an? Bleib mal stehen. Ja, ist an. Kühlbox kühlt. Gut, weil nämlich aus war jetzt gerade war. Achso, weil Auto aus war bestimmt. Nein. Keine Ahnung. Das Auto war ja an und die war aus. Okay, gut, ich schnalle mich jetzt an. Rechts frei. Kaum an der Straße. Wir möchten nämlich schön durch die Alpen fahren diesmal auf unserem Weg, weil wir werden wahrscheinlich wieder ein jetzt Jahr links abbiegen. Dreiviertel auf jeden Fall. Nicht nach Ungarn kommen. Und das ist eigentlich, also es ist wirklich eine schönere Strecke durch die Alpen. Ich habe jedes Mal Tränen in den Augen, weil die so wunderschön sind anzuschauen. Aber was negativ ist an der Fahrt durch die Alpen, teuer. Extremst teuer. Aber das ist noch nicht mal jetzt so schlimm. Noch schlimmer ist die, sind die ganzen Tunnel. Ich hasse die Tunnel. Die mache ich auch immer die Augen zu beim Durchfahren. Ja, das ist halt echt doof. Aber egal, es lohnt sich wirklich. Alpen sind wunderschön. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Oh, es sind günstiger. 1 Cent günstiger. Egal. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ja, aber 6 Cent. Jetzt den Kreisverkehr verlassen. So, 68 Cent gewesen. Oh, da kann man noch höhere Alpen, oder? Oder noch die mit schneebedeckten Alpen. Es sind selber jetzt die Voralpen oder die Nachalpen oder. Grünalm, da ist unser Haus. Unser Haus, ja, was wär's? Luft, Winter, super. Dann gucken wieder alle, ne, wenn sie den Etty so sehen, ja, wie aus dem Fenster schnäuzelt. Zaubert allen Lächeln auf dem Gesicht. Ja. Was für ein Hund mit Hassan. Ja, das stimmt. Aber davon haben wir noch nicht viele gesehen, ne? Die meisten haben sich gefreut, wenn sie ihn so gesehen haben. Ja, das ist voll geil hier mit der digitalen Vignette. Der wird da gescannt, das Auto. Da erkennt das. Nicht erkannt zum Beispiel, siehst du? Dann muss er rechts rüber und dann bei anderen berechtigt bist. So, so wir machen gerade Pause. Und was wäre ein Pack- und Reisevideo ohne das Thema Pipi-Pause? Und Leute, wenn ihr so oft müsst wie ich als Frau an Raststätten, das ist ja unglaublich. Ich meine, jetzt wo ich schwanger bin, muss ich noch mehr auf Toilette.
Aber ich muss auch sonst ziemlich oft und es ist richtig eklig oft. Auch selbst wenn die diese selbstdesinfizierenden, drehenden Toiletten haben. Ich habe einen Tipp für euch. So, ihr könnt über mich lachen. Das ist so super. Das hat der Bernd mir mal bestellt. Und ja, das kann man sich halt einfach davor halten. Und dann kann man im Stehen machen, wie ein Mann. Und das geht überall. Wir waren in Ungarn auch so auf Dixi-Klos war ich. Genial, sag ich euch. Ja, ich werde euch das mal unten verlinken. Das gibt es nämlich auch bei Amazon. Oder Bernd hat das sogar bei Amazon gekauft. Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls habe ich ihn erst ausgelacht, dass er mir das geholt hat. Und jetzt bin ich total dankbar, dass ich überall im Stehen machen kann. Dann kann ich euch noch ein paar Tipps geben zur Handhabung von diesem Teil. Denn mir war das, oder ist das, also so unangenehm, wenn ich damit rumlaufe. Wenn ihr da seht, was ich da habe. Deswegen, man kann das nämlich so knicken. So, und dann nehme ich das einfach in die Hand. Und wenn ich fertig bin, dann ist das ist fast trocken dann. Die paar Tropfen, die da sind, dann nehme ich ein Taschentuch und zu Hause kann ich es dann so heiß ausspülen. Dann ist alles wieder Tico-Taco. Ja. Danke, mein Schatz, dass du mir das gekauft hast. Und so tausend andere Sachen, die sinnlos waren. Ja, viele sinnlose Sachen auch, aber das ist wirklich cool gewesen. Das hat mir mein Leben erleichtert. Ja. Das hat eh wieder kein Ende mit den Sims, die sind niemals glücklich. Gut, weiter geht's. Wir sind jetzt hier mal abgefahren und wir sind gleich, wie heißt das, Klaus an der Pirnbahn. Ja, ich bleib beim Klaus. Und da soll so ein See sein, da wollten wir mit dem Hund eine schöne Runde spazieren. Und jetzt sieht man auch, wie schön es hier ist, auch wenn es sehr bewölkt ist. Also die Alpen sieht man kaum heute, weil die komplett versteckt in den Wolken sind. Leider. Aber wenn man hier runterfährt, ist es sehr fantastisch. Und da, schaut euch das mal an, wie malerisch das hier ist. Oh, es ist herrlich. Wir mussten da hinten über diesen Damm fahren. Und hier ist ein Bootsverleih, da hat Bernd gerade schon gesagt, sollen wir uns ein Boot ausleihen. Cool, richtig schön hier. Mülleimer. Achso, ja, der Smurfy kriegt gerade sein Fressen. Warte. Oh. Ich habe übrigens meine anderen Latschen wiedergefunden. Den einen. Aber ja, habe trotzdem Warte. Die Flipflops an, weil der andere schon eingepackt war. Kalle bleibt hier? Ja, bestimmt. Kalle, wolltest du mit Boot fahren? Hier ist richtiges Motorboot fahren. Das spiegelt sich richtig hier, der See. Bis gleich. Bis gleich. Calvino schläft im Auto. Er sagt, er will nicht fressen, er will schnäuzeln und schnuppern. Ach, das sind auch Hunde. Ja, wer ist das, Murphy? Ja, hier ist richtig schön. Hier ist mit Kinderspielplatz und alles bei schönem Wetter. Ist hier immer geöffnet, steht da. Keine Lagerfeuer, ja, okay. Machen wir ja nicht. Ja, wer ist da? Guck mal, kannst du noch ein Fetzi machen? Hm? Die freuen sich. Frischfleisch. Hm? Er kann jetzt schwimmen, sagt er. Er war im Balaton. Hat er jetzt gelernt. Ist kalt? Zeig mal. Muss die Mutti testen. Oh, das ist arschkalt. Es ist wach. Und hier ist die schwimmende Almhütte. Ob man die mieten kann? Für Geburtstage. Ist ja cool. Liebe Gäste. Ach so, darfst du nicht mitgebrachte Speisen und Getränke verzehren. Macht Sinn. So.
Ja, Klimaanlage an. Wie lange haben wir denn jetzt noch? 285 Kilometer haben wir noch. Und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir zu Hause. Was? Nichts hier nur. Was hast du? Da lächelt in die Kamera. Warum hast du in die Kamera gelächelt? Von Liebe. Danke. Und ja, ich hatte noch gar nicht weiter erzählt, warum wir Ungarn früher verlassen haben. Den ersten Grund habe ich genannt, wegen Nestbautrieb. Den zweiten nicht und den dritten auch. Und den vierten auch nicht. Der zweite Grund ist, dass es in Deutschland jetzt extrem warm wird. Und ja, wir dann lieber selber bei uns im Laden arbeiten möchten, weil wir das niemandem antun möchten, da so lange bei der Hitze zu arbeiten, weil wir keine Klimaanlage im Laden haben und das soll 36 Grad bei uns werden. Ja. Kein Geld für eine Klimaanlage. Kein Geld für eine Klimaanlage. Nein. Nein, das ist, wir haben schon mal überlegt, eine Klimaanlage zu. Aber kein Geld. Aber kein Geld. Nein. Nein. Für die 2-3 Wochen im Jahr, genau. Die Türen offen machen, die auf Terrasse plätzen. Genau, also es ist ja dann sowieso nicht so viel zu tun und wir setzen uns dann auf die Terrasse mit Ventilator und so. Wir haben eine große Markise, alles ist gut, aber halt Bernds Eltern könnten dann ihre Zeit bestimmt schöner verbringen. Das ist der zweite Grund. Der dritte Grund war, dass in Ungarn, also wo wir waren, war jetzt das Wetter nicht mehr so toll und da bei 17 Grad und Regen in der Pension zu sitzen, ist dann auch doof. Wenn es jetzt unser Haus gewesen wäre, dann hätte man halt im Haus irgendwas machen können. Wisst ihr selber, zu Hause hat man immer was zu tun, aber einfach nur in der Pension rumsitzen. Ja, deswegen sind wir halt früher aus Ungarn abgehauen. Aber für mich war der größte Nesttrieb, war der größte Faktor, dass ich nach Hause will und anfangen möchte, alles fertig zu machen. Ja, Ness Murphy ist krank, glauben wir. Der frisst nichts mehr. Normalerweise frisst er immer. Lässt das immer hungert hier? Ja. Aber der hat noch gar nichts gefressen heute. Doch 3 Leckerchen. Ja, 4. 4? Hast du ihm auch eins gegeben? Ich gebe ihm immer Leckerchen. Ja, und der Bernd macht seine Sims gerade. Ja, die machen mich irre. Ja? Ich finde hier die richtigen Sachen. Was nicht. Brauchst du denn? Kann ich dir vielleicht helfen? Nein, ist ihm mehr zu helfen. Ja, Miss Murphy schläft ganz viel. Der schläft eigentlich nur. Aber hat er auf der Hinfahrt auch, ne? Der war auch da ständig am Pennen. Ja. Wegen dem warmen Wetter. Ja. So. Nochmal Tschüss, Eti. Nein. Gleich sagen wir Tschüss, aber ich wollte euch sagen, erstens, wir sind zu Hause. Und dem Murphy geht's wieder besser. Ja, dein neues Spielzeug. Der hat schon gemerkt, als wir hier in der Nähe waren, bei uns zu Hause. Ja. Ah, das wäre super. Den Finger von der Kamera nehmen. Geht? Ja. Wo hast du das hier her? Das ist aus Ungarn. War das nicht unseres? Nein. Oh, ein Tomatenmark geklaut. Sorry. Jedenfalls hat der Smurfy schon von Weitem gemerkt, dass wir zu Hause sind und hat sich richtig gefreut. So hat er dann gemacht und hat dann im Garten mit seinem Freund gespielt und gefressen hat er dann auch, ne? Dein Bart von zu Hause. Ja. Sag du, ich weg den Rest jetzt nur so. Ja. Also, wir sind heile zu Hause angekommen. Wir packen jetzt noch alles hier aus. Und, also nicht alles. Ein Teil machen wir auch morgen. Komm erstmal an. Schlafen morgen aus. Und ja. Verabschieden uns von diesem Pack- und Reisevlog. Das ist nicht Kack, Pack und Reisevlog. Hätte you got to hier mal begrüßen. Das Chaos müssen wir erstmal beseitigen wieder. Und ja. Ich würde sagen. Ich glaube, ich hatte das nicht drauf. Ich habe genau in dem Moment, glaube ich, auf den Boden gekriegt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.